Das ist Sango Eutemil. Wir sind hier im L-Block. Das ist hier quasi auch so ähnlich aufgebaut wie Quilamba. Wir haben hier viele kleine Einfamilienhäuser. Da hat man hier das quasi die Straße runter, jeder mit seinem Grundstück und so. Das Ding ist, hier ist halt, A, ist das sehr weit von der aktuellen zentralen Innenstadt. Und B, hast du dadurch halt wirklich Schwierigkeiten, wenn du kein Auto hast, das hier hinzukommen eigentlich so. Weil es gibt nicht so viele, die hier hinfahren. Und die meisten fahren halt eigentlich nur so bis Anfang Sango, sprich Sango 1, 2, 3 und wie das alles heißt. Aber ja, wir sind jetzt hier bei Manu Patrick. Wir suchen den jetzt mal, holen ihn kurz ab, damit er uns hier die Gegend so ein bisschen zeigen kann. Und dann hauen wir eigentlich auch schon wieder ab. So, ich wünsche euch.